Währenddessen machen wir uns mal einen schönen, prächtigen Bart. Was ist hier unten los? Aquitanische Revolte haben wir hier unten. Hier oben. Die Toulousische Revolte. Eieiei. Na gut, solange alles noch bei uns bleibt, sollen die das ruhig machen. Wissen ist Macht. Lerne stets Neues. Sie erhält gebildet. Und wir erhalten stur. Gebildet ist ziemlich gut. Stur ist für uns schlecht, aber ganz ehrlich. Ja, das geben wir ein für unsere Tochter, machen wir alles. Wir sind stur, vielleicht verlieren wir den Trade ja wieder. Unsere Mission ist beendet. Sind wir jetzt automatisch wieder zurückgekommen? Ah, okay. Offenbar, die Mission ist auch vorbei jetzt, ne? Genau. Wir erhalten wohltätig. Ich sage ja, also der Zirkel hier, der Basilius-Zirkel ist der Hammer. Das ist einfach nur Wahnsinn. Wo haben wir denn eine Niederlage jetzt? Plündert uns hier irgendjemand? Wieso haben wir denn hier drüben eine Niederlage? Ah, da oben. Nee, wir machen nichts. Wir tun nichts aktuell. Ich wollte ja noch bauen und nachschauen. Oh, jetzt haben wir nur noch 4 Goldstücke pro Monat. Wegen der Gefolgeverstärkung. Heftig. Hallo, Lorinor. Ich lasse das aber jetzt hier mal auf komplett. Ein bisschen schade, dass hier nicht dabei steht, wie viel das immer kostet. Ne? 2,5% des Gefolges wird monatlich verstärkt. Aber jetzt steht nicht mit dabei, was uns das kostet. Steht das hier drinnen? Gefolgeunterhalt 1100. Schon heftig. Aber halt nur so lange, wie wir auch wirklich verstärken. Ne? Und das ist ja das Gute. Wenn es einmal verstärkt ist, kostet uns das nichts mehr. Sondersteuern aus der Bevölkerung zu quetschen funktioniert nicht in Konstantinopel. Da hat er versagt offenbar. Ich würde gern hier ein bisschen was bauen. Normalerweise müsste schon wieder was gehen. Schauen wir mal rein. Jawohl. Bergfried. Und schon wieder ein König. Also, was können wir denn bauen? Wir bauen einen Bergfried oder Kaserne. Stelle oder Kataphrakt. Reitgelände. Wir bauen den Bergfried. Können wir hier noch was? Beim Hospital machen wir... Wow. 2638 für Krankenstation 4. Bisher hat das ja noch überhaupt nichts gebracht für uns. Ich werde... 10.000 werde ich mir behalten. Ich will nicht mehr, weil wenn uns wirklich nochmal jemand angreift, dann brauchen wir ein bisschen Kohle in der Hinterhand. Auf alle Fälle. So, dann hier oben. Moral der Armee. Übungsplatz, jawohl. Auch gut, wir könnten hier wieder noch was bauen. Eine Stadt zum Beispiel. Hier voll machen. Wäre nicht schlecht. Genauso hier. 13.000 noch. Dann bauen wir hier auch noch eine Stadt für mehr Steuern. Ah, hallo Krautsauer. Auf dem Gefolgereiter unter der momentanen Anzahl Gefolge
circa 95 monatlich. Moment mal, wo hast du das gesehen? Auf dem Gefolgereiter. Ah, tatsächlich, 92 hier oben steht sogar. Für 13.000, ne? Aktuell. Yep. 92 Goldstücke pro Monat. Wir sind immer noch mit 6 im Plus. Fantastisch. So viel Kohle. Mich wundert ein bisschen, dass wir hier mit unserem Krebs hier so lange aushalten. Das ist echt ziemlich gut. Unsere Tochter ist noch nicht erwachsen, aber in einem Vierteljahr ist es soweit. Dann hoffe ich mal auf gute Werte. Zur Perfektion erzogen. Was hat sie denn hier bekommen? Lüstern ist sie. Mit 15. Eieiei. So, wir können aufsteigen. Was ist das denn für ein Hintergrund hier? Ist das ein Geländer, oder? Holzgeländer oder sowas? So, meine Liebe. Jetzt feiern wir gleich Geburtstag. Da wir einer nach dem anderen Abtrünnige hier reinkommen. Alle werden verbrannt. Ob es zwingend ein bösartiger Tumor ist, das weiß ich leider nicht. Aber offenbar nicht. Aber offenbar nicht, sonst wären wir doch schon längst gestorben. So, ein wahrhaft meisterhaftes Niveau hat sie erreicht. Kaufmännisches Genie. Kriegskunst plus 1, Diplomatie minus 1, das ist schade. Verwaltung plus 9. Bildung plus 2, Fruchtbarkeit 15. Oh, gut. Oh. Diplomatie ist im Keller. Ist natürlich für eine angehende Erbin nicht so wirklich toll. Aber da müssen wir eventuell dann ein bisschen gegensteuern. Wenn wir dann mit ihr spielen. Ah, 0 ist schon heftig. Mein ehemaliger Schützling, Prinzessin Sibylia, hat die Ausbildung beendet. Okay. Wir fragen mal, wie es ihr geht. Und sie erhält auch noch zufrieden. Wunderbar. So, jetzt kommt der Chinese wieder. Ja, den können wir gern mal einladen. Generalprotektor Zhao Liangxi. Können wir da schon was machen? Ich dachte, man kann die mal mit einladen, zum Krieg einladen. Wahrscheinlich nur über das Bündnis. Nah, Verwandter oder nicht Angriffspakt, nicht landlos. Ah, hier bei den Händen, ne? Friedensvertrag. Chinesisches Artefakt an Belagerungsingenieure anfordern. Strategen anfordern. Beamtengelehrten anfordern. Meistingenieur kaiserliche Hochzeit anfordern. Chinesischen Arzt, Handelsvertrag, Invasion anfordern. 5000 Gunst brauchen wir dafür. Wir könnten ihm Artefakte schicken. Wir haben jede Menge Artefakte. Zwei sozusagen. Die wir hergeben könnten. Aber die bringen nicht wirklich viel. 187 Gunst. 375. Ne.
nicht wirklich so toll. Na gut. Sandia Sybilla sollte heiraten. Ist die Frage, wen? Jemanden mit viel Diplomatie auf alle Fälle. Damit der hier das Ganze ein bisschen aufwiegt. Wir haben leider niemanden mit einem Spezialattribut. 17 Jahre alt hier, der wäre doch ganz gut. Der Josef, Höfling in Piperta. Graue Eminenz, gerissen, gemäßigt, religiöser Eiferer. Orthodox ist er auch. Der wäre doch ganz gut, oder? Kostet uns zwar wieder Prestige. Oh, will er gar nicht. Der Josef steht in der Erbfolge zu hoch. Sind wir nicht in der Erbfolge zu hoch? Nachfolger auf Baronie. Wahrscheinlich sind wir zu hoch. Wir werden das entscheiden, wenn wir mit ihr spielen. Oder frühestens, wenn sie 25 ist. Nach einer Besichtigung von Konstantinopel und weiteren 2 Wochen an meinem Hof hat die Besichtigung von Libationa Guanqing ihr Ende gefunden, dank der sorgfältigen Vorbereitungen, die von meinem Ekklesiarch Patriarch Symmachos gemacht wurden, verlief alles reibungslos. Gut gemacht. 200 Gunst. Das ist auch nicht so der Hit. Haben wir irgendwas gebaut jetzt? Weil so... Die erweiterte Krankenstation ist gebaut worden. Oh, wer baut denn hier einen Handelsposten? Der ist ja schon fertig gebaut. Wer hat denn hier einen? Der ist aber neu. Venedig hat hier einen Handelsposten gebaut, offenbar. So, hier sind wir durch. Dann können wir noch Übersetzerhaus, Bibliothek. Ja, bauen wir einfach was. Venedig hat hier gebaut. Ich würde mir gern anzeigen lassen von Venedig, was die alles schon haben. Rom? Hier? Ne, das sind die Kriegsgründe. Aber ich sehe leider nicht, welche Handelsprovinz die haben. Wie zum Beispiel Handelsposten, auch gebaut von Venedig. Würde ich gerne mal alle anschauen. Und wir müssen ja auch irgendwann mal mit einer Handelsnation spielen. Habe ich mir schon ewig lang vorgenommen. Irgendwann wird es bestimmt mal soweit sein. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Oh, 86 erst. Und wir stehen kurz vor der Jahrhundertwende. Da ist auch schon passiert. Wir befinden uns im Jahr 1000. Das heißt, noch 25 Jahre oder so, dann können wir Krieg führen. Ich werde nie mehr mit Verteidigungspakt spielen. Wir können das Emirat übernehmen. Hier unten. Theoretisch. Ja, könnte man machen, oder? Warum nicht? Das Emirat von Palmyra. Dann bekommt das einer von denen hier. Ja, hier. Palmyra. Gut.
Verteidigungspakte sind fast voll noch immer. Hier ist einer ganz alleine. Der östliche Verteidigungspakt. Und jetzt werden offenbar die neuen Gebäude hier fertig. Genau. Das hier ist auch schon fertig. Wir haben eine weitere Tochter. Nee, eine Enkeltochter schon. Hä? Skandal, die ist ja nicht mal verheiratet. Unsere Tochter. Bastard-Tochter ist das. Sieht man hier, wer der Papa ist? Graf Pyrrhos von Hammer. War das nicht der? Das ist ja unglaublich. Hat die jetzt einfach mal eine Tochter bekommen? Ist noch nicht verheiratet. Aber weil sie lüstern ist, ne? Und jetzt hat sie auch noch die Grippe. Oh Gott, oh Gott. Hofarzt, ja. Aber schnell jetzt. Hat sie gut beraten, das ist schön. Ja gut, dann verheiratet man dich halt, bevor hier nochmal sowas passiert. 40, 26... Aber der wäre schon gut hier mit 40 Jahren. Der Zenon-Baron von Isaurien. Wahrscheinlich ist der wieder ein bisschen... Der ist auch lüstern, ist attraktiv. Eine graue Eminenz. Was war denn noch gut schlau? Nö, da ist ja gar nichts mit dabei. Ich würde mal sagen... Hä, wo ist der jetzt hier? Da ist er. Der mit 40 ist okay, der kann ja immer noch Kinder machen. Außerdem ist er lüstern, genauso wie unsere Tochter. Die kriegen normalerweise schon was auf die Reihe. Er ist orthodox. Vielleicht klappt es mit dem. Ah, geht wieder nicht. Weil die Sybilla krank ist und weil Erbfolge zu hoch. Wir brauchen hier wahrscheinlich einen Grafen. Tippe ich einfach mal. Oder einen Herzog hier. Lustbläschen hat er. Gierig hat die Gicht. Wen haben wir denn hier noch? Lauter Kinder als Könige. Ja, da ist er schon der Beste, der Rotulf. Da ist er schon. Das sind echt lauter Kinder hier. Hallo, Valborik. Wisst ihr was? Dann probieren wir es mit dem hier. Der ist 35. Will auch nicht. Was heißt das denn? Herzog. Steht in der Erbfolge zu hoch. Dass wir unsere Tochter nicht verheiraten können. Seltsam. Na, da muss ich noch ein bisschen warten. Jetzt haben wir wieder 86 Goldstücke. Sind wir schon, wir sind doch noch nicht durch mit dem Gefolge. Nö, wird immer noch voll verstärkt jetzt. 139 nur noch Ausgaben. Das müsste sich normalerweise wieder verändern dann. Mal gucken. 18,6. Da kommen nicht mehr rein jetzt. Wie 18,6? Wieso kommen da nicht mehr rein?
Badabam. Eigentlich hätte ich 46 bestellt. Ah, okay. Maximales Gefolge. Doch, das müsste eigentlich passen. Durch Reich 6600. Durch Besitztümer 1300. Gebäude 100. Nö. Da wird nicht mehr verstärkt. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier auf die 46. Auf die 46.000. Valvorik, vielen Dank fürs Folgen. Da sagt er im YouTube-Chat sagt er Hallo und im Twitch-Chat folgt er. Sehr seltsam. Ich nehme die Pause raus. Vielleicht klärt sich das noch. Okay, das ging schnell. Wir haben eine neue Errungenschaft geschafft. Divine Blood. Ah, okay. Achieve a score of 100.000. 100.000. Divine Blood schaue ich mir gleich mal an. Moment. Neues Achievement. Divine Blood, schon wieder eins. Das ist echt ein mega Achievement dran mittlerweile. Heftig. Jetzt sind wir offenbar doch an Krebs gestorben, oder? Ja. So, das heißt, unsere Tochter ist jetzt hier die alleinige Anführerin vom Römischen Reich und wir müssen erstmal wieder die Leute schmieren. Passt schon, kein Problem, Valvorik. Schauen wir mal, ob wir nicht doch, ne? In den Guten finden. 26. Dass wir hier die normale nicht mitnehmen dürfen. Ist halt seltsam, ne? Ah, oh, zwei Diplomatie, sehr wenig. Es geht nicht, ne? Wir sind immer noch krank. Grippe. Hast du das auch schon so gemacht, weil das Problem ist, hinterher weiß ich wieder nicht, wer ist. Bei Valvorik war es jetzt nicht das Problem, der heißt auf Twitch genauso wie auf YouTube, aber das ist nicht immer so bei allen. Und ich mit meinem Erbsengedächtnis komme da wieder nicht hinterher dann. Dann werde ich wieder geschimpft, wieso ich mir die Namen nicht merken kann. Also, wir brauchen auf alle Fälle den Gatten erstmal. Kaiser von Frankreich. Wir müssen uns einfach den holen. Der ist 14 Jahre alt. Dann müssten ja unsere Kinder müssten einen Anspruch auf Frankreich haben, oder? Aber nur beim Matrilinear. Aber nur beim Matrilinear, ja, da will er halt nicht. Das wäre auch zu einfach. Gibt es hier noch Schwestern bei dir? Geschwister. Wir brauchen Prinz Louis. 10 Jahre ist er alt. Nee, passt, weil. Jetzt schauen wir mal, ob wir den hier Heirat arrangieren mit uns. Geht das auch nicht? Der Louis? Ah. Louis? Ja, der Louis? Prinz von Frankreich? Wie wird's gehen? Dann nehmen wir doch den Prinz Louis von Frankreich. Vielleicht kommt da was raus. Und der Anspruch müsste doch eigentlich dann auf unser Kind vererbt werden. Probieren es einfach mal. Der Prinz Louis hat einen Anspruch. Genau. Und er ist 10 Jahre alt. Das heißt, in 6 Jahren geht dann auch was.